Grüezi miteinander. In diesem Video geht es um einen Lastwagen, welcher unter einem alten Torbogen hindurchfahren sollte. Und es stellt sich die Frage, ob das geht. Der Lastwagen sei vereinfacht ein Rechteck auf Straßenhöhe, die Breite 2,6 Meter und die Höhe 3,20 Meter. Wir legen für diese Aufgabe ein Koordinatensystem in die Figur. Das sei die Y-Achse und hier die X-Achse. Weiter müssen wir ausmessen die Breite der Straße. Das sei 8 Meter. Und die Höhe zum Torbogen hinauf, 4,40 Meter. Zur Lösung bestimmen wir zuerst die Funktion und dann rechnen wir die maximale Höhe aus an der Ecke des Lastwagens und entscheiden, ob er durchfahren kann oder nicht. Ich beginne mit dem Scheitelpunktansatz. Y gleich a mal x minus u im Quadrat plus v, weil ich kenne eigentlich den Scheitel. Der Scheitel entspricht den 4,40 Meter, hat also die Koordinaten 0, 4,4. Und als einfachster Punkt kann ich da unten rechts auf der x-Achse p wählen mit 4 Meter, 0 für Y. Das 4 ist ja die Hälfte der Straße. Nun die Funktion. Ich setze den Punkt ein für Y und X und den Scheitel entsprechend. Der Punkt hat den Y-Wert 0 gleich a mal den x-Wert 4 minus u 0 im Quadrat plus die 4,4. Damit lässt sich das a rechnen. Ich nehme die 4,4 nach links, minus 4,4 gleich 4 im Quadrat ist 16, 16a, dividiere durch 16 und erhalte den Wert für a. Minus 4,4 über 16, das liefert 0,275. Damit ist die Funktion y gleich minus 0,275 x Quadrat, das war ja 0, plus 4,4. Kann das stimmen? Erstens einmal negativ, es ist nach unten geöffnet, richtig, relativ eher flach, in der Figur vielleicht nicht so deutlich ersichtlich, und die 4,4, die Höhe, passt auch. Nun zum Lastwagen. Der Lastwagen hat eigentlich an der entscheidenden Ecke, von der Mitte her gesehen, eine Distanz von 1,3 Meter. Ich berechne nun diese Höhe, nicht am Lastwagen, sondern am Torbogen, y gleich minus 0,275 x Quadrat, x ist nun 1,3 im Quadrat. Plus 4,4. Das ergibt 3,935 Meter.
Meter schreibt man mit Vorteil nicht in der mathematischen Berechnung, erst dann am Schluss allenfalls. Der Lastwagen hat 3,20 Meter, er kann also durchfahren. Wie viel Reserve hat er? Das wäre 3,935 minus die 3,20, das gibt 0,735 Meter Reserve. Das ist etwa 70 cm. Er kann problemlos durchfahren.